Lorcards Vanilla Gaming. Weiter geht's mit der 15. Session zu Kingdom Come. In der letzten Runde sind wir auf die Rekrutierer in Sasso getroffen. Um die Banditen jetzt tatsächlich zu infiltrieren, sollen wir für sie Pios ausfindig machen und töten. Das ist nicht ganz unser Ziel. Also werden wir als erstes mal gucken, ob wir Sir Ratzig finden und ihm davon informieren, wie unser Fortschritt in Sasso verlaufen ist. Wir sind ziemlich platt, wenn wir seit ganz am Tag ankommen, wäre es nicht schlecht. Energie 22 ist echt nicht viel. Wahrscheinlich fallen uns jetzt dann eh gleich die ganze Zeit die Augen zu. In die kleine Mütze schlafen in unserem kleinen netten Apartment in Rattay würden nicht schaden. Ja, hier fallen uns schon die Augen zu. Unterwegs nochmal die ganzen Töpfe hier leeren. Hab ich hier was umsonst futtern? Schadet nie. Eieiei. Ja, und schon sind wir wieder voll gefressen. Ey, man frei. So, wie gesagt, eine kleine Mütze Schlaf. Die Fackel packen wir mal weg. Und ab in die Haie. Mal wie lang? Ja, machen wir mal eine richtige Mütze Schlaf, dass wir wieder einfach mehr Energie tanken. Wichtig ist, dass wir so ratzig antreffen und er uns zumindest sagen kann, was wir tun sollen. Wir können einfach nicht Pios umbringen. Da muss es einen alternativen Weg geben. Wir sind ganz schön dreckig. Wo ist denn hier ein Zug? Da. Gott schütze dich, Heinrich. Besser, jetzt glänzt mal wieder. Schick. Und da ist auch schon Sir Ratzig. Nicht weglaufen. So. Jetzt komm, lass mal mit dir sprechen. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Bericht erstatten. Herr, die Untersuchung des Massakers in Neuhof nimmt ungeahnte Ausmaße an. Was hast du herausgefunden? Ich habe die Bande aufgespürt, die Mörder für Pribislawitz anheuerte. Sie kennen die Mistkerle, die Neuhof niederbrannten. Ausgezeichnet. Was hast du noch herausgefunden? Bis jetzt nicht viel. Wenn ich mich unter sie mischen soll, muss ich einen ihrer ehemaligen Spießgesellen ermorden, einen Kerl namens Pius. Offensichtlich war auch er in Neuhof. Du musst einen Verworfenen ermorden, um dich zu beweisen? Ha, das gefällt mir nicht. Das ist nicht das Schlimmste. Dieser Pius versteckt sich im Kloster und gibt sich als Novize aus. Ich müsste hinter die Klostermauern, um an ihn ranzukommen. Tja, Herr im Himmel, es wird nicht leichter. Nicht jeder wird ins Kloster gelassen und der Abt wird keinen der Novizen aufgeben. Das profane Gesetz hat in einem Kloster keine Geltung. Das ist bereits das zweite Mal, dass sich dort etwas Widriges abspielt. Zuerst die Münzfälscher und jetzt das. Ich wäre froh, wenn sich jemand dort umsehen würde. Naja, wir können es ja mal machen. Die Mönchskutte ist wohl der einzige Weg zu Pius. Wenn ich nur wüsste, wie ich sie erlange. Etwas Andacht und Gelehrsamkeit täten dir gut. Wenn das wirklich der einzige Weg ist, zu ihm zu gelangen, dann soll es so sein. Verzeih, aber ich kann dir dabei nicht helfen. Meine Beziehung zum Kloster ist nicht gerade zuträglich. Du musst dir wohl etwas einfallen lassen. Was soll ich tun, wenn ich Pius gefunden habe? Töte ihn nicht. Bring ihn zum Vogt nach Rattay. Er wird ihn verhören und ihm einen gerechten Prozess machen. Klingt nach einer schwierigen Aufgabe, Herr. Ins Kloster gelangen, Pius finden und ihn dann auch noch zum Vogt bringen. In der Tat, Junge, aber ich vertraue auf deine Fähigkeiten. Na. Okay. Wie kommen wir ins Kloster?
Zum Beispiel unser Zeug weglegen, weil wenn wir ins Kloster reinkommen, wird uns unser Zeug nicht helfen. Halt nein, das ist Käse. Die Schuhe sollten zumindest. Also wir wollen ja nicht nackt gehen, das ist ja. Schwanring. Und zumindest ein Kettenhemd. Und da kam ich so. Ah, das Kettenhemd noch da. Bist du denn Pebbles? Ah, da. So, dann wieder ab nach Sasa. Ah, guck an. Hier ist ein Questmarker für uns. Der junge Mann, der ins Kloster gehen soll. Sprechen wir mal mit ihm. Vielleicht können wir seinen Platz einnehmen. Wird auf jeden Fall spannend. Wie kriegen wir das hin, da reinzukommen? Und vor allem auch wieder raus. Mit Pius als unser Begleiter. So. Ah, Wirtshaus. Beim Wirtshaus. Hoi, wieso haben wir jetzt einen Ladebildschirm? Ja, bloß was gegessen. Verrückt. Ich wollte das Spiel da jetzt abkacken. Na, okay. Wie wär's mit was zu fressen? Den kennen wir schon, den kennen wir nicht. Da, zufrieden? Gott sei mit dir. Bist du zufällig Karl? Bin ich. Warum fragst du? Ich hörte, bist du für das Kloster bestimmt. Das ist wahr. Aber ich konnte meinen getreuen Beschützer Manfred überzeugen, mir noch ein paar Tage Freiheit zu gönnen. Allerdings erlaubt er mir nicht, die Freudenmädchen zu besuchen. Weshalb ich an meinen letzten Tagen dem Alkohol fröne. Mit wem habe ich die Ehre? Ich heiße Heinrich. Freut mich, dich kennenzulernen. Was, wenn ich an deiner Stelle ins Kloster ginge? Ich würde dein Gewicht in Gold aufwiegen, wenn ich welches hätte. Aber Manfred da, mein Schutzengel und Wart, verwahrt mein Geld. Und er lässt mich keinen Moment aus den Augen, wenn du mir hilfst, ihn loszuwerden. Er hört uns bereits die ganze Zeit zu. Na und? Hör zu, Freund, stoßen wir an. Er ist ein verschlafener alter Esel. Wir können reden, sobald er einnickt. Bitte, werde ihn für mich los, egal wie. Okay, das klingt ja schon mal gar nicht schlecht. Er wäre nicht abgeneigt. Mal schauen. Nehmen wir mal einen Trank des Barden zu uns, falls wir irgendeinen Sprachcheck kommen. Beste Grüße. Bist du Manfred, der Beschützer des jungen Herrn? Der bin ich. Warum? Ja, da haben wir schon den ersten Sprachcheck. Und es ist gut, dass wir den Trank genommen haben. Du musst einen Mordsdurst haben. Wartest mit ihm seit Tagen, siehst zu, wie er sich besäuft. Und du selbst nimmst keinen Schluck? Zweifellos hätte ich gern einen Krug Bier. Aber wenn ich meine Sinne auch nur im geringsten trübe,
brockt sich der Tunig gut gewiss Ärger ein. Dann trinken wir gemeinsam. Und wenn du angeheitert bist, behalte ich ihn im Auge. Du hast etwas Heiterkeit verdient. Du siehst vertrauenswürdig aus. Was wollen wir trinken? Und da wir schon dabei sind, wie wäre es mit einem kleinen Spielchen? Na, ein bisschen würfeln. Na, im Regen. Toll. Machen wir mal einen sicheren Start. 300 Punkte ist okay. Was, bis auf 3000 spielen wir sogar. Ja, toll. Du bist. Kein schlechter Start. Kein schlechter Start. Nochmal versuchen. Komm schon, komm schon. Na, wird nicht besser. Nochmal nur 300 Punkte. Ja, genau. Soll ich oder nicht? Nein, besser nicht. Puh. Ja, das ist doch schon mal ein bisschen besser. Komm, jetzt machen wir eine Niete bei dir. Trau dir mal zu viel zu. Das war's. Was ist mit diesen verfluchten Würfeln los? Jetzt sind wir wieder im Rennen. Einmal geht schon noch, komm. Ja, immerhin. Na, zeig dein Können. Nein, das gibt's doch nicht. Ein Viererpasch. Boah. Komm schon. Das Glück ist mir nicht hold. Da hat er wohl gewonnen. Vorbei. Ja, ich will bestellen. Wo ist er denn? Da. Du musst einen Mordsdurst haben. Wartest mit ihm seit Tagen, siehst du, wie er sich besäuft. Und du selbst nimmst keinen Schluck? Zweifellos hätte ich gern einen Krug Bier. Aber wenn ich meine Sinne auch nur im geringsten trübe... Ja, den Text kennen. Dann trinken wir gemeinsam. Du siehst vertraut. Ach, ich muss tatsächlich das Würfelspiel gewinnen. Toll. Na gut, dann nochmal. Hoffentlich hat er diesmal nicht ganz so viel Glück. War ja echt eine Katastrophe gerade. Ja, das ist doch schon mal ein besserer Start. Puh, warum kann ich denn mal einen Dreier-, Vierer-Pasch haben hier? Letzter Versuch. Und er ist dran. Ach, leck, das gibt's doch nicht. Der bescheißt 100 Pro. Und dann fängt das sogar noch bei zwei Würfeln Treffer. Ey, Wahnsinn. Na gut, vielleicht spiele ich auch zu vorsichtig, wer weiß das schon. Unfair. Ja, machen wir wieder eine Niete.
Na gut, das ist jetzt so extrem. Boah, er macht doch weiter. Mit einem Würfel. Kein Glück. Boah. No risk, no fun, oder wie? Jetzt müsst ihr echt sauglücklich würfeln. Vorbei. Was haben wir da? Das reicht noch nicht. Das sind drei. Ne, das reicht klar. 3-1er passt. Super. Sieg. Würdest du uns kurz unter vier Augen sprechen lassen? Ich kann nicht. Ein unachtsamer Moment und er ist über alle Berge. Ich muss ihn im Auge behalten. Hier, genau wie bestellt. Wie oft musst du was saufen, bis du umfallst? Ich suche schon eine Weile nach euch beiden. Der Vater des jungen Herrn schickt mich mit einer Nachricht, die nur für ihn bestimmt ist. Ich soll dich also beim Wort nehmen, ja? Aber wo ist dein Wappen? Du hast keines. Und wenn du ein Bote wärst, würdest du nicht im Wirtshaus herumlungern. Geh mir aus den Augen, du Schwindler! Also eigentlich haben wir doch gerade gar nicht. Kann ja sein. Was zur Hölle machst du da? Ich möchte etwas mit dir bereden. Können wir unter vier Augen sprechen? Es gibt da etwas wegen des Klosters. Im Ernst? Ich würde gern mit dir darüber sprechen. Aber solange Manfred mir im Nacken sitzt, haben wir keine Ruhe. Werde ihn für mich los. Bitte. Ja. Hey. Gehst du jetzt? Na wunderbar. Sehr verwirrend, aber es hat funktioniert. Ein Humpen Bier für mich. Manfred, sind wir los. Genau wie du wolltest. Gott sei Dank. Er lässt mich nicht aus den Augen und ist geradezu erpicht darauf, mich ins Kloster zu stecken, damit er nach Hause kann. Weshalb wirst du ins Kloster gesteckt? Wie alle lustvollen Burschen liebe ich liebreizende Mädchen. Eine liebte ich zu sehr und sagen wir mal, sie war 9 Monate lang unpässlich. Aber dafür stecken sie ja nicht ins Kloster. Wenn sie die Tochter deines Lehnsherrn ist, schon. Scheiße. Scheiße ist milde ausgedrückt. Der Herr von Bukova war gar nicht erfreut. Er kann seine Tochter nun nicht mehr verheiraten und stellte Vater vor die Wahl. Entweder er zahlt 1000 Groschen und serviert meine Eier auf einem Silbertablett, oder er zahlt 1000 Groschen und steckt mich irgendwo hin, wo ich nie wieder gesehen werde. Ja, da ist das Kloster die bessere Wahl. Weshalb sitzt dir dein Wächter ständig im Nacken? Damit ich nicht weglaufe. Natürlich kann ich mich frei bewegen, aber er beobachtet mich auf Schritt und Tritt, bis ich hinter den Klostermauern bin. Nun, jetzt beobachtet er dich nicht. Was bringt mir das, wenn er das ganze Geld hat und sogar meinen Sattel und Umhang hinter Schloss und Riegel hält? Warum läufst du nicht einfach weg? Mittellos? Was zum Teufel würde ich tun? Ich weiß nicht, wie man arbeitet, habe kein Geld und der alte Sack hat sogar meinen Umhang. Er hat mich in der Tasche. Arme gibt es überall und die kommen auch irgendwie durch. Wenn ich zwischen Hunger und Armut auf der einen und dem Kloster auf der anderen Seite wählen müsste, gewinnt das Kloster. Könnte ich dem Alten nur den Geldbeutel stehlen, dann wäre ich über alle Berge und niemand würde mich jemals wiedersehen. Das klingt nach einem Plan. Da können wir dir bestimmt helfen. Was, wenn ich an deiner Stelle ins Kloster ginge? Was? Freiwillig? Du siehst mir nicht wie einer aus, der den Rest seines Lebens auf Knien beten möchte. Aber das ist wohl dein Problem. Du wirst nur aufgenommen, wenn du des Lesens und Schreibens mächtig bist und ein Schreiben des Abtes besitzt. Es bestätigt im Grunde, dass sie wissen, wer du bist und dich aufnehmen werden. Dann gib mir dein Schreiben und ich sage einfach, ich wäre du. Manfred hat es. Du müsstest es ihm abnehmen. Aber er ist stets auf der Hut. Es sei denn, er schläft. Also stehle ich es und du kannst verschwinden. Verschwinden? Mittellos? Was zum Teufel würde ich tun? Ich weiß nicht, wie man arbeitet, habe kein Geld
Und der alte Sack hat sogar meinen Umhang. Er hat mich in der Tasche. Arme gibt es überall. Und ja, das kennen wir schon. Zwischen Hunger und Ab. Das wäre alles. Dann wissen wir jetzt Bescheid, was wir tun. Wo ist denn Manfred? Was haben wir hier? Nein. Da kommen wir rein. Da liegt er. Das wird eng. Jawohl. Beides geklaut. Wir haben das Geld und wir haben das Schreiben. Super. Was dauert da so lange? Bier her! Ich habe deine Sachen. Wunderbar. Gib mir den Beutel. Mit dem Schreiben kannst du machen, was du willst. Gib mir alles. Bitte sehr. Viel Glück, was auch immer du mit diesen Mönchen vorhast. Mach dich lieber auf den Weg, bevor Manfred merkt, dass er bestohlen wurde. Und was wirst du nun tun? Meine Sachen packen und verschwinden. Wenn der Alte merkt, dass ich weg bin, möchte ich über alle Berge sein. Solange du keinen Stress im Kloster machst, alles gut. So. Ja. Prima. Dann haben wir jetzt einen Weg ins Kloster, wie es aussieht. Ich schätze mal, wir warten geschickt, bis es morgen ist. Oh mein Gott, schon wieder mitten in der Nacht. Dass es immer so schnell dunkel wird in dem Spiel. Furchtbar. Na gut, wir haben ja vorher fast den ganzen Tag pennt in der Hotel. So, jetzt müssen wir quasi einen Mönch finden, der uns mit dem Bestätigungsschreiben ins Kloster lässt. Mal gucken. Ja, wir folgen mal dem Questmarker. Ah, da. Der Pförtner. Ich bin Karl. Ich soll Novize werden. Wir haben dich früher erwartet. Hätte dich dein Beschützer nicht begleiten sollen. In letzter Zeit ist es hier etwas hektisch. Leute tauchen aus heiterem Himmel auf. Und? Ich bin hier, oder nicht? Du bist ganz schön frech. Tja, die Brüder werden dir das schon noch austreiben. Nun gut. Kannst du lesen und schreiben? Natürlich, Logo. Sonst wäre ich nicht hier. Nun denn, bist du bereit, dich dem Benediktinerorden anzuschließen und den Versuchungen dieser Welt für immer zu entsagen? Ja. Ja. Dann musst du dich sämtlicher weltlicher Besitztümer entledigen. Verkauf sie, gib sie den Bedürftigen oder spende sie dem Kloster. Es ist dir nicht erlaubt, diesen Ort unter der Bürde weltlicher Güter zu betreten. Im Torhaus befindet sich eine Truhe mit einer Mönchsrobe. Entledige dich deiner Habe und wirf die Kutte über. Dann kannst du ruhen, während ich den Prior aufsuche, um deine Aufnahme abzuwickeln. Okay. Die Truhe. Ach, das war wahrscheinlich da, wo er selber auch in der Nacht gepennt hatte. Dreimal hat seine Crew unseren Kohl. Jawohl, genau. Eigenartig, so ganz ohne Habe zu sein. Ich wusste nicht, wie sehr ich mich daran gewöhnt hatte. Es ist alles vorbereitet. Die Zeit ist gekommen, um deinen Schwur abzulegen. Muss ich das hier wirklich anziehen? Du solltest dich lieber daran gewöhnen, denn diese Kutte trägst du den Rest deines Lebens. Ei, ei, ei.
Meine Brüder, wir haben uns heute hier versammelt, um einen neuen Novizen in unserer Mitte aufzunehmen. Liebster Bruder, vergiss dein bisheriges Leben und tritt ein in die Gemeinschaft der Ordensbrüder des heiligen Benedikt. Opus Dei, obedientia, opprobria, der Dienst an Gott, Gehorsamkeit und die Duldung jedweder Unannehmlichkeit. Sie bilden das Fundament und die Grundpfeiler unseres Ordens, welche vom heutigen Tage an auch die deinen sein sollen. Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam. Et non confundas me ab expectatione mea. Sing. Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum vivam. Et non confundas me ab expectatione mea. Nimm deinen neuen Namen an, Bruder Gregor. Und trage ihn mit Würde. Willkommen, Bruder. Willkommen. 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 Es gibt also vier andere Novizen. Willkommen, Bruder. Ich bin Antonius, ein Novize wie du. Ich wurde angewiesen, dich herumzuführen und dir zu sagen, was dich erwartet und welche Aufgaben von dir verlangt werden. Ja, auf jeden Fall mal danke fürs Einsagen. Danke, dass du mir bei der Zeremonie geholfen hast. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Du kannst kein Latein, oder? Keine Sorge, bei der Arbeit im Skriptorium lernst du es schnell genug. Weshalb bist du hier? War es deine Entscheidung oder wurdest du gezwungen? Ehrlich sein oder nicht? Ich wurde bestraft. Wenn es nach mir ginge, würde ich meine Tage oder besser Nächte im Wirtshaus mit Huren verbringen. Ich beneide dich nicht. Unglücklicherweise sitzt du nun dein Leben lang hier fest. Würdest du mir etwas über dich erzählen? Ich bin Novize und hier, weil ich ein schlechter Händler wäre. Ich mag Bücher und möchte mich bilden, obwohl ich sagen muss, dass das Klosterleben bisher, sagen wir, ungewöhnlich war. Können wir die Führung auslassen? Ich habe eigentlich gedacht, dass du als völliger Neuling gerne wüsstest, was dich erwartet. Aber wenn du nicht mitkommen möchtest, zwinge ich dich nicht. Hier ist ein Brief des Priors mit deinen täglichen Pflichten. Lies ihn und präge ihn dir ein. Tja, Führung? Ich glaube, wir schauen uns einfach so um. Wir wollen schnellstmöglich Pius finden. Danke für alles, aber ich möchte mich selbst umsehen. Sicher? Dich von mir herumführen zu lassen, würde dein Leben erleichtern. Ansonsten stehst du morgen wie ein Tölpel da, während all die anderen wissen, was sie zu tun haben. Ich komme alleine zurecht. Wie du willst. Wenn du meinst, du bräuchtest keine Erklärung, halte dich einfach an den Stundenplan vom Prior.
Lass uns mal nochmal schwätzen, kleiner Mann. Was gibt es, Bruder? Das ist zu direkt. Direkt sagen, was nach Pius suchen. Würdest du mir etwas über dich erzählen? Da gibt es nicht viel zu sagen. Ich komme aus Vlashim und nach dem Tod meines Vaters wurde mir klar, dass ich als Händler nichts tauge. Also überließ ich den Laden meinem Bruder und wurde Mönch. Es ist friedlich. Es gibt Essen und man hat viel Zeit zum Lesen. Du bist also freiwillig hier? Es mag seltsam klingen, aber ich bin einer der wenigen Novizen, wenn nicht der Einzige. Um ehrlich zu sein, erschien mir das Klosterleben einladender, als in einem verstaubten Laden zu vergammeln. Ich wüsste gerne etwas über das Kloster. Wer hat hier im Kloster das Sagen? In Wahrheit alle außer uns, aber offiziell Abt Peter. Und schon bald ein anderer, als ob es eine Rolle spielte. Arbeit und Gebet bleiben unberührt. Verstehe. Anscheinend gibt es hier einen Machtkampf. Gibt es Zwistigkeiten unter den Brüdern? Seit die Wahl des neuen Abtes Thema wurde, ist es hier wie in einem Hornissennest. Seltsam, dass du das nicht bemerkt hast. Erzähl mir etwas über die Wahl des Abtes. Abt Peter ist alt. Wenn er stirbt, müssen sie einen neuen Abt unter den Brüdern wählen. Die Kandidaten sind Johann und Nevlas. Und meiner Ansicht nach ist Nevlas der richtige Mann. Doch leider haben wir Novizen hier nichts zu melden. Erzähl mir etwas über das Leben hier. Arbeiten, beten, als ob du das nicht wüsstest. Wir dienen Gott und unsere ganze Welt dreht sich darum. Welche Rollen haben die einzelnen Mönche hier? Jemand kümmert sich um die Bibliothek, jemand um den Garten. Der Abt überwacht alle und in seiner Abwesenheit der Prior. Aber die Zirkatoren sollten dich mehr interessieren. Sie sorgen dafür, dass wir uns an die Regula halten. Sie können sehr streng sein. Wenn du Strafen vermeiden möchtest, verhalte dich stets korrekt und verrichte deine Arbeit. Na dann, danke für die Hinweise. Wen würdest du zum neuen Abt wählen, wenn du könntest? Warum sollte ich mir den Kopf darüber zerbrechen, wenn ich nicht das Recht habe zu wählen? Gregor, steck deine Nase da nicht rein. Dann wirst du nachts besser schlafen. Verstanden. Ich würde sagen, wir machen für heute Schluss und gucken uns an, wie wir Pius im Kloster finden beim nächsten Mal mit der nächsten Runde. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Servus!